So, herzlich willkommen hier zurück bei Back for Blood und der gute Bende ist jetzt gerade noch im Connecting-Modus und dann können wir auch gleich schon anfangen. In der letzten Folge für dieses Game dann jetzt hier auf meinem Kanal, ich hoffe es hat euch auch Spaß, so viel Spaß gemacht wie mir, wird das eigentlich gerne noch ein bisschen weiter zocken, aber es ist natürlich auch kooperativ und da müssen auch mehrere Leute für Zeit haben, deswegen ist es immer so ein bisschen problematisch und ich habe auch noch ganz viele andere Projekte bei mir auf dem Kanal am Laufen, die auch noch bedient werden müssen und eine Regelmäßigkeit an hochladenden Videos stehen da auch noch im Raum, von daher seht es mir nach, wenn ich jedes Game bis zum Ende dann durchknüppel. Aber ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen mitnehmen und ihr habt Spaß gehabt am Spiel. Und genauso viel wie ich auch. Wollen wir die letzte Folge reinhauen? Wir starten rein. Alles klar. Vielleicht bekomme ich ja auch mal mein LMG jetzt. Das ist übrigens die Mission, wo du eventuell schauen musst, ob das klar geht mit GEMA. Okay. Okay, hier ist eine Ska, Alter. Eine Ska ist natürlich... Ska ist mit die geilste Waffe. Ja, die hole ich mir direkt also, mal. Entschuldigung, was Sturmgewehre angeht, ist es neben der AK mit die stärkste. Ja. Wenn man davon ausgeht, dass man die Mutationen wegballern möchte. So, wir hauen jetzt hier mal alles an Geld raus, was wir haben, weil letzte Folge und so. Dann lass mich mal gerade gucken, bevor wir rausgehen, lass mich mal gerade in den Einstellungen gucken, ob man hier irgendwie Streamer-Modus oder sowas anstellen kann. Audio. Dialog. Wobei der Mario sagte, das wäre gar nicht so schlimm, wenn da geschützte Musik gespielt wird, aber ich bin mir nicht sicher, ob da YouTube so kulant ist. Naja, das liegt halt, das kommt halt darauf an, ne? Die, wenn ich dazwischen rede, dann in solchen Momenten ist das nicht ganz so cool, weil dann wird mein, mein Quatschen mit ausgeblendet, das wäre nicht so geil. Audio des Spiels senken, um Sprachchat zu nutzen, ne? Ist aber übrigens. Weißt du was, ich dreh einfach die Musik komplett raus. Alles klar. Ja, obwohl, das ist auch ein bisschen Arsch. Das klingt nämlich dann nicht so cool. Ach man, jetzt kommt schon so. Spiel, was haben wir denn hier? Es braucht nur noch kurz einen Moment, kann eigentlich so weit sein. Mhm. Kannst dir die Musik ja dann einfach denken. Von der Szenerie her kommt das halt schon ziemlich cool. Also ich finde jetzt hier nichts, wo ich irgendwas ausstellen könnte. Okay. Also ich kann es mir aber auch ehrlich gesagt nicht vorstellen. Gut, hauen wir einfach rein. Sehen wir dann. Ja, hier vorne liegt noch eine Rohrbombe. Ich habe einen Molly. Wir kriegen gleich sehr viele Mollys. Rohrbombe, hier die? Ja. Nehmen wir die. Und es gibt noch eine zufällige Standardkarte hier links. Immer gut, ein Ass im Ärmel zu haben. Glück. Boah, Alter, die Ska ist aber richtig brutal, ey. Richtig ordentlich. Hast du dir eine Karte hier geholt? Ja. Alles klar. So. Da wäre ich jetzt tatsächlich gar nicht so schnell drauf gekommen, dass man über den Zaun klettern kann. Mhm. Aktivier bitte noch nicht die Jukebox. Ich versuche so ein paar Vorkehrungen zu treffen. Ja, also anhand der ganzen Waffen, die hier liegen, glaube ich, geht es hier gleich gut ab. Ja. Ich suche aber noch irgendwie ein bisschen Stacheldraht oder so. Da sehe ich leider hier noch gar nichts rumliegen diesmal. Schade, den hätten wir gebrauchen können. Hier ist Stacheldraht. Nice. Oh, hier gibt es eine geile APK. Mit den Stacheldraht mach du das gleich. Ich habe da noch nicht so die Ahnung von. Jo. Wo liegt der? Da geradeaus in dem Raum, da hinten. Hier.
Alter. Hier liegen richtig schöne Waffen rum. Richtig schöne Waffen. So, ich habe vorne den Angriff mit Stacheldraht zugemacht, den kann man also ein bisschen vernachlässigen. Ein bisschen? Kann man sich hier einfach nicht in einem Raum einschließen und ihr macht alles? Schwierig. Also im Endeffekt, hier vorne hast du sehr viele Molotov-Cocktails. 8 Stück, wenn ich richtig gezählt habe. Und die kannst du halt ultra gut auf die Eingänge hier schmeißen. Klassiker halt. Ja. Das nehme ich. Aber im Endeffekt kommen die Gegner von überall. Ein wenig mehr Glück, kriegen wir das hin. So, hoffen wir auf Ace of Space und drücken wir mal. Tot. Toyboy. Toy Boy. Tot. Toy Boy. Toyboy, Toyboy. Jo. Mehrere. Meine Fresse.
Ja, nice. Weißt du, ob das Originaltitel sind? Weil das klingt nicht so. Bin ich nicht ganz sicher. Ich hatte aber schon Originaltitel dabei. Okay. Warte mal ab. Bisher war es auch jedes Mal ein anderes Lied, was gespielt wird. Was ich eigentlich ganz cool finde. Also Ace of Spades jetzt zum Beispiel, kann natürlich sein, dass das textlich und musikmäßig ähnlich ist, aber vielleicht von einem anderen Interpreten gesungen. Deswegen könnte ich mir vorstellen, dass das GEMA-technisch dann durchgeht. Wirklich, also das Ace of Spades, was ich gehört habe, klang für mich nach dem Original. Okay. Ich werde es sehen beim Hochladen. Ja, genau. Fand ich aber ganz geil, die Stelle. Ja, ich weiß zwar nicht, wer so bescheuert ist und sich in so eine Bar stellt und bei während so einer Zombie-Apokalypse eine Jukebox anschmeißt, aber okay. Ja, wir mussten ja die Zombies ablenken. Ja, ja, ich hab das schon verstanden. Trotzdem würde ich das nicht machen. Ja, du wärst dann eher der, der in den Bus einsteigt, ne? Ich wäre dann eher der, der sich in Sicherheit bringt und auf den Bus scheißt. Ja, ja. So. Hier sind ein paar krasse Verderbniskarten. Müssen wir aufpassen. LMG gibt's immer noch nicht. Ihr müsst ihre Ladung finden und abkramen. Dieser Ort ist unverzichtbar für uns. Ich bin es. Der Generator ist ausgefallen. Aber Kühlung und Medikamente sind noch intakt. Wir müssen uns beeilen. Pickgun habe ich noch eine dabei. Ich habe nochmal ein Upgrade für uns gekauft. Also es gibt ein paar Upgrades, die sind recht teuer. Die gelten aber fürs gesamte Team. Und der Ausrüstungsplatz 5, ich glaube Schnellplatz genannt, da können wir jetzt zwei Dinge mitnehmen. Beispielsweise zwei Pickguns. Okay. Wobei zwei Pickguns jetzt nicht so das Praktischste sind, aber der Pickgun ist schon mal ganz geil im richtigen Moment. Hä, hier waren wir doch schon. Ja, das ist jetzt halt so ein bisschen was Level Recycling. Bin ich kein großer Fan von. Ne, ich auch nicht. Ist halt ein bisschen Faulheit der Entwickler manchmal. Aber immerhin ist jetzt dunkel. Wow. Ja. Ah ne, es ist kein Level Recycling, es ist dasselbe Level. Also das finde ich dann das. Genau, das finde ich dann okay. Wenn das storytechnisch so absehbar war, dann finde ich das in Ordnung. Finde ich jetzt nicht so, weil für mich ist es halt das Recycling, indem du dasselbe Level einfach noch Munitionskiste. Mal abspielen musst, ne? Ja. Wir müssen hier draußen diese Kreiche ausschalten. Hier sind Handgranaten. Na, der Bot ist auch richtig geil, ey. Wirft mir so eine Handgranate entgegen. Ja. Vielleicht warst du ein bisschen blutbedeckt, der hat dich verwechselt oder so. Kann alles sein. Die können doch cheaten. Natürlich. Hier ist ein Benzinkanister. Hier ist eine Tür offen. Wenigstens ist das Level ab hier nicht mehr so krass recycelt. Sehe ich aus wie ein Hirsch? Das ist jetzt ein bisschen nervig. Wir müssen zwei Vorratspakete finden und die zurückbringen. Oder weiterbringen. Achtung.
Heißt, alle Gebäude links, rechts müssen jetzt durchsucht werden, weil irgendwo der Kram liegt. Hier ist eine Kiste. Jo, müssen wir mitnehmen. Defibrillator. Nee, achso, okay. Ich dachte, das wäre die Kiste, die wir benötigen. Ja, die war gut versteckt, hätte sie sein können. Hier, Pickgun. Ja, Sekunde. Hier ist ein großer draußen. Tot. Ja. Ja. Ist aber ein großer Heimdrucker. Ja. Ach, wenigstens Munition. Der Rest ist so ein bisschen für die Tonne. Kann ich nochmal heilen? Erste Hilfe, Schrank. Könnte nützlich sein. Wofür ist der Defibrillator eigentlich genau? Zum Wiederbeleben? Ja. Kann dein Charakter, meine ich, aber einmal kostenlos machen. Hier ist eine Waffenkiste bei mir. Und Schrotflintenmuni. Aber du hast jetzt eine andere Waffe, ne? Ja. Ja, ich hab noch die doppelläufige. Aber die ist noch voll. Aber hier ist auch noch Geld. Irgendwo. Ah, da. Ich glaube, hier vorne liegt eine der Kisten. Ich mag das ja gar nicht, hier im Dunkeln rumzulaufen, ne? Man sieht zu wenig. Ich meine, das ist natürlich vom Spiel irgendwie so beabsichtigt, aber ich mag das nicht. Ja. Das ist ja die Karte, die die KI gezogen hat, dass das ganze Level dunkel ist. Ach so, sehr geil. Captain Blobber Speck ist explodiert. Ja. Ich trage das Ding mal weiter. Ich meine, das letzte sollte uns dann markiert werden, wenn wir das abgegeben haben. Aber das ist wieder in demselben Levelbereich wie hier, ne? Ja, genau. Okay, dann werden wir uns den mal annehmen und das Ding suchen. Ja. Okay, dann renn du da rein, ich renn mal woanders hin. Ja. Hier ist eine Pickgun bei mir, habe ich mitgenommen. Oh, hier ist was, 15% Kugeldamage, falls das was für dich sein sollte. Ich habe es markiert. Ah ne, hier war ich ja schon. Ja, ich habe es gefunden. Ah, okay. Aber hier ist noch ein Täuber bei mir. Ist tot. Ja. Hab die Vorräte hier. Noch Geld gefunden. Ja. Geld verschmäht man nie. Das stimmt. Ja, ist abgeliefert. Kannst zurückkommen. Komme. Zum Teufel ist das denn? Interessant. Geil, einen Plattenladen. Ja, das stimmt. Jo. Ah. Mal das auch noch gut runtergerockt. Jo. Im Übrigen kannst du Gesamtstatistiken mit Escape übrigens sehen. Okay. Weiß gar nicht, ob du das wusstest. Nö. Beim letzten Mal ja immer das hatten mit meiste Infizierte und meiste spezial infiziert und sowas. Mit Escape kannst du das angucken in diesem Menü. Okay.
Das Restaurant. Restaurante. Und gab ein paar neue Cosmetics bei mir gerade. Diner open 24 hours. Wenn es sowas gibt, in Deutschland leider nicht. Das find ich immer richtig cool, so eine Reklame. Ja. Müssen wir die jetzt wieder mitnehmen, die Vorratskisten? Ein Stückchen, ja. Ach, immer noch kein LMG. Oh, schade hier. Wie gesagt, manchmal kill ich hier vorab gerne ein, zwei Leute. Gibt mir halt den Damage Boost mit meinem Charakter. Die Bots werden das nicht tragen, also wir müssen den Kram jetzt erstmal mittragen. Wie legt man das wieder ab? X. Okay. Ja, das ist stellenweise schon echt ein bisschen anstrengend. Mhm. Wobei ich die Horden in World War Z immer noch krasser finde. Ja, das auf jeden Fall. Vielleicht nicht unbedingt schwerer, aber auf jeden Fall bedeutend größer. Ja. So, hier vorne können wir mit der Pickgun nochmal rein. Aha, hier ist mein LMG. Sogar noch eine LMG. Oh, krass. Was denn? Ich habe mir auch eine genommen. Hehe, sehr gut. Die Dinger sind übel. Ja. Zumindest wenn man das Nachladen richtig timet, das ist so das große Ding. Das brauche ich. So, Vorratskisten und ab dafür. Ja. Oh, da ist noch eine Granate, die nehme ich mit. Verbandszeug. Los, nicht trödeln, auf geht's. Wenn wir beide die LMGs nehmen, im Idealfall, sag bitte an, wenn du nachlädst, ja. Dass wir das ein bisschen timen können. Weil wenn wir beide am Nachladen sind, ist das ein wenig problematisch. Alles klar.
Oh Gott, sah richtig lustig aus. Kann ich mir vorstellen. So die ganze Ladung ab, ey. Als wenn du mit einem Kollegen am Wochenende in der Kneipe hängst und der eine wieder mal es nicht auf die Kette bekommt, den Scheiß drinnen zu behalten. Ja, Klassiker, ne? So, gleich kommt eine relativ knifflige Stelle. Ich würde hier nochmal drum bitten, die Verteidigungspositionen zu übernehmen, weil ich mit Conny extrem versagt habe. Hier hinten liegt waren auch noch Kisten und so. Ja. Oh, hier ist eine Minigun. Ja. Dazu sage ich nicht nein. Ich stelle die hier mal auf. Wenn du willst, kannst du gerne dran gehen. Ja, wenn du das besser beherrschst. Nö, mach ruhig, mach ruhig. Sollen wir die Lieferungskisten schon abstellen? Noch nicht. Hätte ich jetzt beinahe falsch gemacht. Moment, hier hinten waren aber noch Kisten, da gehe ich mal gerade hin. Jo, mach das. Hier ist noch Stacheldraht. Jo, bin gerade dabei. Ja. Pumpgun und eine kleine Knarre. Oh, hier ist noch eine Munikiste. Wenn du noch Munition brauchst. So. Auf die Gastanks, die ich hier hingelegt habe, erstmal bitte nicht schießen. Ja. Sondern nur, wenn es halt notwendig ist, da drauf knallen. So als letzte Verteidigungsmaßnahme. Hier hinten ist auch noch ein Gastank. Ja, sehr gut. Guck mal, dass du den nach Möglichkeit vielleicht hier vorne hinlegst. Wohin? Wo ich gerade stehe. Ah, okay. Ja, passt. Gut, stelle ich mich mal tollpatschig wie ich bin an die Minigun. Jo, Haushalt nur mit der Munition, dann geht das eigentlich, hoffen wir es mal, klar. Ist schon cool, gestaltet, das Teil. Die Range ist jetzt leider nicht so groß. Also der Radius, in dem ich mich bewegen kann. Ja, genau. Der ist aber so gelegt, dass du alle Zonen bis auf eine Seite abdecken kannst. Und ja. Die Seite kann ich dann erstmal abdecken. Weil wenn wir loslegen, wird es hier ungemütlich. Granate hier. Das nehme ich. Okay, da vorne liegt noch ein Haufen... Alter, liegt ja überall Zeug, ey. Ja. Schalldämpfer, jawoll. Ja. Als ob das was bringt bei dem Teil. Ja. Okay, gut, alles klar. Dann bin ich jetzt... Warum habe ich jetzt ein Zielfernrohr auf dem Ding? Ja, ich finde die Zielfernrohre in dem Spiel kann auch nur eine persönliche Meinung sein. Eigentlich alle scheiße, bis auf Red Dot und Holo. Auf deiner Seite wird, sag bitte Bescheid. Ja. Und wie gesagt, also brauchst Munition für 3 Minuten, wäre gut. Wir haben bei den ersten Malen nämlich die Minigun vollkommen falsch platziert und hatten da die massivsten Probleme dann gehabt. Dass wir die gar nicht einsetzen konnten oder die nach der ersten Minute schon leer waren. Ja. Ich verstehe das Problem an dem Ding, man braucht einen Moment, bis sie dann loslegt, was natürlich logisch ist, aber da musste man auch erstmal mit klarkommen. Ja. Tallboy. Ja. Als letzte Verteidigung hast du bei dir auch wieder an dem, ich glaube es ist ein Pickup Truck. Das Gasfass. Zum ja. Ich bin mir gerade nicht mehr sicher, ob es ein Gasfass war oder ein Öltank, den wir da hingelegt haben. Ich sehe das Ding nur leider nicht, weil da so viele Leichen drauf liegen. Ja, linker Reifen vom Pickup. Okay. Ah, jetzt sehe ich es wieder. Ja. Leichen sind verwest. Ja, da
geht hier relativ schnell. Das nehme ich. Granate hier. Ganz gut voran gerade. Wie viel Munition hast du noch? 126. Okay. Tallboy. Tot. Achtundsechzig. Aber läuft ganz gut hier auf der Seite. Ja. Noch 41 Schuss. Mhm. Das ist mehr als manche Knarre im Magazin hat. Aber auch schnell leer, das Teil, leider. Jetzt bin ich leer. Lade nach. Hier eine Munitionskiste. Aktiviert. 10 Sekunden. Timer ist runter. Ja, liebe Leute, das war Back for Blood auf meinem Kanal. War doch ein geiles Finale für das Let's Play in dem Sinne. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, hat euch abgeholt und ihr habt mal Bock, auch selber reinzugucken. Also für ein 4-Player-Koop-Game ist es ein verdammt gut gelungenes Spiel, wie ich finde. Was sagst du? Ja, auf jeden Fall sehr schöner Horde-Shooter. Viele Waffenauswahl, viele kleinere Items, die man so nutzen kann. Gerade das mit den Karten ist auch ein echt cooles Teil. Also ein cooler Mechanismus. Ja, und darüber hinaus muss ich sagen, macht es auch grundlegend viel Spaß, weil man halt immer sehr viel Abwechslung im Spiel hat. Und gerade durch die Ego-Shooter-Perspektive macht mir persönlich das auch sehr viel Spaß. Könnt euch ja auch mal mit einer Axt oder einer Lucille versuchen. so ein kleines Easter Egg am Rande. Ja, wie gesagt, wenn euch das Spiel Spaß macht, schaut gerne selber mal rein. So teuer ist das Ding nicht. Ansonsten im Game Pass von Microsoft auch enthalten. Könnt ihr auch mal einen Probemonat reinzocken. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Wir sehen uns in der nächsten Folge bei einem anderen Let's Play wieder. Haut rein, bis dahin, ciao.